Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Zerlock ist hochmotiviert. Ja, ich bin mega dabei. Darok ist auch in etwas Ja. Nasana unterwegs. Machen wir wieder mal hier Pit-Limiter und so. Pit-Limiter. Ich muss Ah, nun, reden. oh, na. Ich muss eigentlich mal Ja, wieder mein Soundboard reaktivieren. bin etwas angekrankt. Falls ihr auch krank werden wollt, dann müsst ihr einfach nur mal kurz vorbeikommen. Dann könnt ihr 2 Wochen zu Hause bleiben. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. Ja, bis diese Folge ausgestrahlt ist, bist du hoffentlich wieder gesund. Aber wir haben noch ein paar StarCraft-Folgen. Ich habe letztes Mal wieder was von dem großen Nation gehört. Oh, ist er schon ein Profi? Nee, noch nicht. Ja, Lerowix ist gerade noch auch ein bisschen hibbelig von diesem spannenden Formel-1-Rennen. Naja, so spannend war es nicht mehr. Am Ende. Aber die erste Runde hat es in sich. Ich habe eingeschaltet, was du geschrieben hast, weil ich gesehen habe, dass da die halbe Leitplanke fiel. Ja, und das halbe Auto daneben lag. Ja, gut. So. Aber wir konzentrieren uns natürlich jetzt voll auf dieses Spiel gegen Delta First und General A. Genau, General A Ja, ist. mehr steht hier leider nicht. Och nö, muss sowas denn sein? Übrigens, ich Er habe ja ist immerhin zu diese dumm dafür. Wiederholungen gesehen und als diese Wiederholung von dem Crash da war, hat Alex Woods direkt gesagt, er weiß, was passiert ist, er weiß, was passiert ist, er weiß, was passiert ist. Er hat das direkt analysiert und erkannt, Da gab es einen Unfall. dass da jemand eingeschlagen ist. Wow. Das nenne ich eine Analyse, die nur der österreichische Rundfunk so machen kann. Also wenn ich Formel 1 gucke, dann nur über den österreichischen Rundfunk, weil die RTL-Leute, die halte ich nicht aus. Ja, Die Sky, sind nicht Junge. drin. Du hast doch sogar Sky. Ja, aber auch da ist nicht mehr so gut. Da ist ja der Sura nicht mehr da. Das stimmt, das ist sehr traurig. Wobei Schumacher war heute gut drauf. Musste Den zwar aufs mag Klo ich. die ganze Zeit, aber. Den mag ich manchen. Bin ich eisern, den mag ich nicht. Doch. Ja, gefällt ja. Hat sich auf jeden Fall stark auch gesteigert. Komm, das hältst du aus, lange bis der Reaper da ist. Muss das Boot abkühlen. Ja, es ist auch möglich, dass ich heute noch langsamer bin als sonst eh schon. So, das ist nicht möglich. Ich frage mal Jorbon, ob das möglich ist oder nicht. Jormund war ja nicht langsam, der hat nur Sachen aus Prinzip nicht gemacht. Ja, mit Recht. Der Jorgen hat das genau richtig gemacht. Er hat halt im Mergorix'schen Anfangsdrang da irgendwas. Er versucht Was? mal direkt den Riegel, den Overlord. Nein, darum geht's ja überhaupt nicht. Hallo, du sollst das hier bauen. Moin. Nein. Irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich aber vergessen. Macht nichts. War nicht wichtig. Ich wollte gerade sagen, das war noch ein Stück nicht so wichtig. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe in der Werbung gesehen, man kann sich so einen 90 cm großen Bausatz vom Terminator käuflich zu erwerben. Ja, war Dachte ich also mir, nicht boah, geil. wichtig. Wäre so ein Bausatz, wäre schon mal was da ausprobieren, ein bisschen rumbasteln. Ne? Dann habe ich gesehen, das sind die erste Lieferung kostet 24 Euro und dann die nächsten halt 50 Euro und die Lieferzeit ist 30 Monate. Dann hatte ich da schon wieder keinen Bock drauf. Also, du musst geduldig sein, Sarok. Das nehme ich dir doch immer vor. Ja. Hier ist was am Bleiben. Eigentlich müsste das Ding hier auch durchfällig sein. Ach, komm, wir gehen auch immer sicher hin. Das will ich hören.
ganz viel davon und dann dieses hier. Arbeiten. Aber fand ich immer schön von meinem Chef. Ich habe nicht mal gesagt, dass ich krank bin. Erst die kommen nächste Woche nicht, oder? So. Was tut denn da mit deinen Helioden? Nach vorne fahren natürlich. Wird erlaubt? Ja, das ist das, was man machen sollte mit Aliens. Hier sind keine Drohnen an der dritten. Das ist schade. Was, war das jetzt eine unterschwellige Mitteilung mit, von wir brauchen Einheiten? Nö. Das ist gut. Also Roaches und Stalker Immortal da. Ich habe einiges an Workern abgeräumt. Das war mir wert. Ich baue aber echt Scheiße hier, ne? Ist aber ein grundsolider Teamspieler. Ja, nur der Ort meiner Platzierung der Sachen hier ist halt schlecht. Was macht denn dein Overlord dort? Ja, genau da zu sehen. Weil der Gegner kommt. Ja, du brauchst jetzt Einheiten hier. Hast du gerade gar nichts? Doch, doch, das steht noch da vorne rum. Ja, du solltest damit deine Dings schützen. Alter, wir laufen gut. Ich vermute, sie wollen jetzt gleich meine Echse angreifen. Da müsst ihr dann vielleicht auch einmal checken. Solltest du uns auch Upgrades nehmen. Und jetzt solltest du mir helfen hier, weil das hatte ich ja gerade angekündigt, ne? Ich habe halt noch nicht Speed-Roaches. Ja, du musst auch angreifen und nicht nur Move-Commanden. Habe ich gedrückt. Hat er nein, du hast wieder gemove-commandet. Zarok wieder mit dem starken Move-Command. Hat er leider nicht umgesetzt. Hat er wieder nicht umgesetzt, der Zarok. Es ist aber schade, dass Starcraft das immer noch nicht hingekriegt hat, dass wenn man was drückt, dass das umsetzt. Da hat Zarok wieder nicht richtig geklickt. Also du weißt schon, dass wenn du mit einem Attack-Move auf eine Einheit klickst, dass das dann auch nicht funktioniert, ne? Weil dann greift er ja trotzdem die Einheit an. Ich vermute, dass du das häufiger machst. Nein, mach doch jetzt mal, genau. Warum ist das hier immer noch nicht auf dem Hotkey? Ich hasse es, Terraner zu sein, ne? Ja, das ist auch kacke. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen für. Ja, doch, es gibt so komische Fanatisten wie Funky Monk. Ja, aber die haben ja einen an der Waffe. Ja, absolut. Ich meine, der spielt ja sogar Mech, also tiefer kann man ja nicht sinken. Nee, er ist ja kein Masterspieler und macht das. Das ist noch tiefer gesunken. Dafür ist er deutlich zu schlecht. Grüße geht raus an Funky Monk. So. Ich muss aber trotzdem noch ein paar Drohnen reinhauen, weil das ist mir noch zu halb gar. Ja, wenn du nicht willst, dann nehme ich die da hinten. Hey, du hast schon vier Bases, das ist dir klar, Zarok. Du musst die andere nehmen. Ich baue da doch gerade eine Base. Ach ja, ich habe übrigens, da ist übrigens. Ja, es wird wohl nur ein. Du schaffst das. Das war so nicht gedacht. Oh. Hier fliegen wir mal wieder weg. Wir sollten gleich mal angreifen, die haben ganz schön viele Bases. Ja, Punkt. Die haben auf jeden Fall deutlich mehr Bases als du und das heißt auch deutlich mehr als ich. Also push. Hier auf die Base. Jawohl.
Wo laufe ich hin? Weiß ich nicht. Warum ist dieses Gebäude nicht auf den Hotkeys? Ich werde wahnsinnig. Das weiß ich nicht. Du drückst bestimmt gleich wieder 7 und machst alles kaputt. Hinter uns ist ein Speedling, den musst du gleich einmal ausschalten. Was hat der da oben denn jetzt hin überhaupt? Das ist ein Speedling, habe ich doch gerade gesagt. So, jetzt angreifen, Zarok. Mein Tank will hier sich nicht an den anderen vorbeiquetschen, leider. Er kommt von oben. Er hat High Templar, Obacht. Sie kommen jetzt von hier. Wo ist hier? Ja, du musst ein bisschen gucken. Nicht mich da reindrücken! Er hat Lurker. Das ist schade. Du hast den Koloss kaputt gemacht. Ja, aber ich habe sonst leider nichts mehr. Das ist schade. Greif mal die Base da unten weiter an. Wir müssen hier langsam evakuieren. Nehmen wir die Base da raus und versuch dich irgendwie dann zurück nach Hause zu begeben. Ich sammle mich mal schon mal hinten wieder, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Eigentlich möglichst kosteneffizient deine Einheiten wegwerfen oder irgendwie es schaffen zurückzukommen, aber ich bezweifle, dass du das hinkriegst. Und dann solltest du einmal den einen Ling da töten, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Deine Ling ist überlebensfähig. Ups, ich hab... Ja, das läuft ja spitze. Lurker, geil, dann hopp drauf. Ja, also ich hab Marines. Ja, ich hab... Nix. Doch, ich hab Grippe. Das hab ich. Aber davon mehr als genug. So. Warum steht hier noch rum? Warum ist die Base nicht auf dem Hut? Warum ist die Base hier einfach kein... Da kommt der Schwab nach vorne. Ja. Brauchst du Minerals? Nee. Sie gehen jetzt zu meiner Gold, ne? Ja. Bei dir ist auch was? Ja, wir sind sowieso schon lange tot. Und das, weil ich krank bin. Nee, mein Makro ist halt auch einfach scheiße, aber es ist halt immer, wenn ich Terran bin. Ist da beide? Ich bin tot. Ich muss halt, dass er High Templar hat. Und Lurker. Von den Zerg haben wir, aber das wird uns nicht helfen. Wo ist denn der Protoss hin? Hat er sich gerecallt? Ja. Aber ich habe halt nur noch 2 Base. Ich habe Lurker. Ich hab 2 Bases verloren. Bitte mal aufhören damit. Da
pass mal auf, ich mach jetzt doch, das Spiel ist eh verloren, ich weiß nochmal den Masterplan. Ja. Nee, wir müssen jetzt einmal alles nach vorne werfen und dann gehen wir raus. Alles, was ich habe. Jetzt kommt der große Ling Run bei von 38. Er hat auch Static Defense sogar. Überfallartig kommt der Mann nach vorne. Ich glaube, ich habe es endgültig überstanden. GG! Ja, hätten wir auch schon ein bisschen früher rausgehen können, seien wir mal ehrlich. Hätten wir rausgehen können, als ich Terran bekommen habe. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts diese Folge klicken und jetzt ein Aspekt von mir. Habt euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.